Tag, heute ist Sonntag, der 8. Mai 2016. Es ist 7.43 Uhr, glaube ich. Ja, genau. Richtig geguckt. 7.43 Uhr und es ist Muttertag. Und bitte jetzt Pause und... Ach nee, wenn ihr jetzt schaut, ist es ja egal. Da habt ihr euren Müttern hoffentlich schon allen gedankt. Ja, mache ich auch gleich noch. Ich rufe auch gleich nach Hause an. Ich bin beim Videoschneiden. Ich hoffe, das bekomme ich heute noch fertig. Damit ich heute das Video auch noch online stellen kann. Ich hänge weiterhin zurück und ich komme irgendwie auch nicht vorwärts. Und heute habe ich 12 Uhr Schicht und von daher wird das auch nichts. Ich habe morgen, weiß ich gar nicht, 14 Uhr, 12 Uhr. Ich muss mich irgendwie... Naja, meine Hoffnung ist, dass die nächsten Videos, also nicht die, die noch aufgenommen werden müssen, sondern die noch geschnitten werden müssen, dass die alle sehr knapp werden oder sehr kurz werden, weil ich nicht viel zu sagen habe, weil ich nicht viel unternehme und... Naja, am Dienstag habe ich frei... Genau, und das klären wir dann noch alles. Was ich die letzte Zeit gemerkt habe und was inzwischen auch schon wieder deutlich zu sehen ist, dass ich die letzten Wochen nicht sehr viel Sport gemacht habe. Meine Ernährung scheiße war. Also nicht. Egal. Ich habe also einen ordentlichen Bauch wieder bekommen und ich traue mich gar nicht auf die Waage, weil ich habe bestimmt 5-6 Kilo zugenommen. Und dagegen muss jetzt dringend was unternommen werden. Joggen noch nicht. Mein Knöchel ist irgendwie, ich weiß auch nicht, was mit dem Knöchel ist, aber naja. Aber auf jeden Fall erstmal was gegen den Bauch tun. Und wenn ich was gegen den Bauch getan habe, dann fange ich auch wieder mit dem Joggen an. So, jetzt habe ich mir hier meine Sportmatte hingelegt und naja, jetzt werde ich hier nebenbei beim Video schneiden. Immer wenn ich dieses Gefühl habe, dass ich so, ich muss mal kurz eine Pause machen, statt mich irgendwo auf, hinzusetzen oder aufs Bett zu legen oder sonst was, auf die Sportmatte mich lege und Sit-Ups und so mache. Gut, das mache ich jetzt. Und das zeige ich nicht. So, bevor ich gleich zur Arbeit musste und noch ein paar Worte zum Grand Slam, der gestern stattfand. Vielleicht sollte ich besser nichts dazu sagen, weil das versteht ja wieder keiner und es versteht keiner, dass es nur meine persönliche Meinung ist und meine Gedanken dazu sind. Und dass es kein Schlechtreden ist, sondern eigentlich nur dazu dient, um mal Gedanken auszutauschen, um in eine Diskussion zu treten. Aber am Ende wird es wieder heißen, ja, ich rede nur alles schlecht und bin nur am Meckern und naja, wie auch immer. So läuft es ja anscheinend. Mir egal, meine Gedanken, meine Ideen, meine Meinung. Also der Grand Slam fand gestern wieder statt. Wer das nicht kennt, es findet hier am Strand von Arlberg bis Bansin statt. Mehrere Hotels nehmen daran teil, bauen so Stationen auf, mehrere Gänge. Man fängt hier in der Arlberg an und wandert dann... den Strand entlang, hält bei jeder Station an, isst einen Gang und trinkt leckeren Wein und hört wahrscheinlich ein bisschen Musik, je nachdem, was die einzelnen Hotels da so auffahren. Grundsätzlich eine gute Idee, was meine Gedanken dabei sind. Es kommt mir vor, wie viele Events hier auf Usedom. Eine gute Idee, aber nicht zu Ende gedacht und schnell hingeklatscht und Hauptsache Geld gemacht. Also sind die Karten für das Grand Slam Event jedes Jahr gestiegen jetzt. Sicher entstehen da auch mehr Kosten und es wird auch alles ein bisschen teurer und so. Dies Jahr war es so, dass die Karten 180 Euro gekostet haben, soweit ich informiert bin. Und 180 Euro wären mir persönlich zu viel. Klar, es ist schwer, sowas am Strand aufzubauen und am Strand zu gewährleisten und wie viele Möglichkeiten hast du da? Die meisten stellen wohl so Pavillonzelte auf, mal abgesehen davon, dass es dies Jahr windig war und dann sicherlich noch schwerer ist, aber diese Pavillonzelte, die zu einer Seite, zu drei Seiten oder zu allen Seiten offen sind, je nachdem wie sie es da aufgebaut haben und es gibt natürlich Sitzmöglichkeiten und Stehtische und alles, also es ist schon vernünftig aufgebaut alles. Allerdings, wenn ich mir vorstelle, ich bin an so einer Station, nehme mein Essen zu mir, was sicherlich sehr gut ist und auch nicht in Plastiktellern oder sonst was angerichtet wird, sondern wirklich
schon gehobenes Niveau. Nimm nur mein Essen zu mir und wandere dann am Strand entlang zur nächsten Station. Was mich persönlich daran stören würde, ist, dass man halt zwischen den Badegästen da lang geht, die ihre dicken Bierbäuche präsentieren, die wahrscheinlich oben ohne da liegen und so. Nichts dagegen sollen sie halt machen, aber ich finde, das macht das Ambiente oder die Stimmung so ein bisschen kaputt, oder wäre bei mir jedenfalls so, und ich würde das halt nicht so appetitlich finden, glaube ich. Kann man sich natürlich überlegen, ob man das anders machen soll. Natürlich ist der Reiz daran schon, oder das Besondere daran schon, dass man halt den Strand entlang geht, von Aalweg bis Bansin, und überall so einen kleinen Happen oder Eingang zu sich nimmt. Aber also mich persönlich würde das nicht so reizen, und ich würde es nicht sehr appetitlich finden, wenn ich da halt zwischen den Badegästen rumwander und zwischen den durchaus ansehnlichen Gerichten halt mehr oder weniger unansehnliche Badegäste sehe. Und ich womöglich da schon auch ein bisschen schicker gekleidet bin. Vielleicht nicht in Nagelstreifenanzug und so, aber naja, ihr versteht, was ich sagen will. Naja, wie gesagt, nur so meine Gedanken und meine Meinung dazu. Und ich denke, dass da durchaus mehr drin ist noch, auch im Marketing und so. Aber ja, ist so, wie viele Events halt, so kommt es mir immer vor. Da hat jemand eine gute Idee gehabt, hat die hingeklatscht und nicht weitergedacht, beziehungsweise nicht überlegt, was noch mehr rauszuholen geht. Und dann versucht man halt so viel wie möglich an Geld rauszuziehen danach. Und ja, das ist halt nicht so schön. Dieses Jahr sind sie auf einigen Karten wohl sitzen geblieben, habe ich vernommen, aber naja, nur meine Meinung. Gut, das war's also für heute. Ich gehe jetzt zur Arbeit und dann schauen wir mal, was passiert. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss. Käse im Kühlschrank, den ich nie gegessen habe, den habe ich jetzt einfach aufgeschmissen und mache mir schön lecker Junkfood.